für ein kleines Testspiel gegen Werder Bremen, für dich wahrscheinlich kein ganz so normales Testspiel. Wie war es denn aus deiner Sicht? War natürlich ein besonderes Testspiel für mich, gegen meinen alten Kollegen zu spielen, wieder alle zu treffen. Nach jetzt doch einiger Zeit, wo ich jetzt schon in Köln bin. Und ja, leider haben wir das Spiel verloren, aber ich glaube, es war ein ganz guter Test. War ein sehr intensives Spiel und ja, hat mich gefreut, alle wieder mal zu sehen. Da waren auch ein paar Härten drin, ne? Darf das jetzt schon so sein? Ich glaube, wenn man gegen einen Konkurrenten spielt, auch in der Vorbereitung, will man es immer messen. Es war ein sehr intensives Spiel, sehr laufreudiges Spiel. Ich glaube, beide Mannschaften sind aber noch nicht bei 100%. Das hat man zum Schluss gesehen. Erste Halbzeit war sehr intensiv, zweite Halbzeit war dann die eine Chance, die Werder genutzt hat. Und deswegen sind sie als Sieger vom Platz gegangen. Du bist Anfang des Jahres zum 1. FC Köln gewechselt, hast quasi den Umweg nochmal über die zweite Liga genommen, bist jetzt zurück in der ersten Liga. Alles richtig gemacht? Das war mein Ziel, dass ich so viel wie möglich spiele und dass wir mit Köln aufsteigen. Wir sind Meister geworden. Ich habe bis auf meine zwei gesperrten Spiele habe ich jedes Spiel gespielt. Also insofern ist alles so aufgegangen, wie ich es mir vorgenommen habe. Bin jetzt sehr froh, dass ich wieder in der Bundesliga bin und freue mich schon auf die kommende Saison. Kann man das jetzt als zweiten Anlauf bezeichnen? Weiß nicht, wie man das bezeichnen kann. Fakt ist, dass wir jetzt mit Köln wieder in der Bundesliga spielen und ich jetzt in der Vorbereitung versuche, mich in Szene zu setzen, damit ich so viel wie möglich spiele. Was sind die Ziele mit dem FC? Die Ziele sind mal ganz klar, mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben. Wir wollen schauen, dass wir gleich gut in die Liga reinstarten. Haben einen neuen Trainer, spielen ein neues System. Insofern werden wir jetzt die Vorbereitung gut nutzen, damit wir uns gut einspielen und dann, wenn es losgeht, zu 100% da sind. Wie geht es dir damit, gegen Werder zu spielen? Ist da noch irgendwas an schlechten Gefühlen auch, weil es nicht so geklappt hat, übrig geblieben? Nein, gar nicht. Wie schon gesagt, ich freue mich, dass ich wieder meine alten Kollegen gesehen habe. Ich habe doch sehr viele Freunde gewonnen bei Werder. Ich verstehe mich sehr, sehr gut mit ein paar Jungs, aber ja, am Platz, wie man dann auch gesehen hat, ist es dann schon zur Sache gegangen. Und wünsche Werder natürlich nur das Beste für die kommende Saison, außer natürlich, wenn wir gegen sie spielen. Mit wem hast du noch Kontakt im Team? Mit vielen Spielern eigentlich, mit Max Eggestein, mit Marco Friedl, mit Theo. Davy, mit den Jungs habe ich eigentlich noch am meisten Kontakt, aber ja, über soziale Netzwerke bleibt man dann doch immer wieder in Kontakt. Und wenn Köln am Ende der Saison vor Werder einkäme, dann wäre das? Super natürlich für uns.